Ja, Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Die Lösung ist so banal, sag ich mal. Drüber springen geht nicht. Fallen lassen geht auch nicht. Ach so, muss jetzt meinen Sound hier unterstellen beim Fernseher. Ja, wisst ihr, was es ist? Rollen. Oh, wow. Es ist tatsächlich Rollen. Wer bitte soll das herausfinden? Roll? Ich dachte schon, hat sich da festgebackt. Jedenfalls muss ich jetzt gerade noch mal zum Pool gehen. Falls ich da noch mal hinkomme. Na, ich glaube, beim Pool wäre ein Secret gewesen. Warum kämpfe ich eigentlich mit dir? Wenn ich es gar nicht brauche. Mit dem gar nicht kämpfen. Ich habe den Lagerschlüssel. Ich kann von mir aus abhauen. Ich muss nur unbeschadet darunter. Ich glaube, von hier aus kommt man ja gar nicht mehr hoch. Aber die Granaten kann ich trotzdem mitnehmen. Mich gerade, kommt man von hier aus überhaupt irgendwie da hoch? Oder gibt es da keinen Weg mehr nach oben? Oder gibt es einen, die sehen gerade nicht? Da kam ich runter. Ich glaube, am Rand konnte man runter. Da, wo wir ins Tag gekommen sind. Ja, und die Musik spielt irgendwie jedes Mal dann, wenn man den Raum betritt. Keine Ahnung warum. Hab jetzt keine Lust, den ganzen Bereich nochmal nach oben zu gehen. Schließen wir es ab, das Level, und gut ist. Da habe ich halt nur zwei Secrets. Ist jedenfalls beim Pool wäre es gewesen, das andere Secret. Aber jetzt den ganzen Weg nochmal rauflaufen. Nee, hab ich jetzt nicht so Lust drauf. Weiß gar nicht, kommt der her? Der Typ? Oder? Ja, der kommt sowieso nicht mehr ran. Ich glaube, hier war es nicht. Zumindest die Schiffsschraube. Sehr interessant. Ja, ich habe das Gefühl, die Bad Guys bewachen das Gebiet, wo ich hin muss. Der Typ muss ganz schnell sterben, denn der Typ ist gefährlich mit seinem Scheißlammwerfer. Hat nicht mal was dabei gehabt. Und der stand einfach bloß da oben. Auf seiner komischen Kiste. Da hat er auch nichts bei gehabt. Wie die einfach mal alle nichts bei gehabt haben. Hm.
Naja, jedenfalls sind wir hier fertig in dem Gebiet. Und jetzt schließen wir mal die Kammer auf. Und was ist da drin in der Kammer? Ja, da liegt er. Der Seraph. Wisst ihr, wegen wir hergekommen sind? Der Schlüssel. Aha. Aha. Und wir haben ein Deck abgeschlossen. Zwar mit zwei Secrets nur, aber who cares? Fertig ist fertig. Ja, und damit wären wir im tibetanischen Hochland gelandet. Einer meiner liebsten Stages, muss ich sagen. Denn das Gebiet ist einfach nur endgenial. Und mich wundert, dass Lara sich keinen Kälteschock holt bei den kurzen Temperaturen, sehr schön. Den kalten Temperaturen mit den kurzen Klamotten. Und wir haben schon gesehen, was die Gegner sind, und zwar unter anderem Vögel. In dem Fall so, keine Ahnung, Falken, Adler, whatever. Und hier ist damals mein Spiel abgestürzt. Des öfteren mal. So, werden wir hier speichern erstmal. Denn da unten sehen wir schon, Eiskugeln, die auf uns zurollen wollen. Ich denke mal, haben die Secrets irgendwas was gebracht? Ich weiß nicht, ob die Secrets uns teils Munition gebracht haben. Medipacks hat sich nichts verändert. Aber ich weiß, dass man auf jeden Fall jeweils. Ja, das war jetzt schon mal Fail. Dass man jeweils, glaube ich, immer alle drei Secrets braucht, um eine Belohnung zu bekommen. Sagen wir es so, ich kenne mich damit nicht genau aus. Okay. Ist da eine Nische vielleicht irgendwo, wo man rein kann? Ach, da! Puh. Ja, das ist auch sehr fair. Ah, Gegnerart Nummer 2, Schneedopan. Ich mag diesen Schnee mit dem Background. Aha. Im Schiff war es
total still. Die hast halt so einen Schnee, so einen Schneesturm-Sound dazu. Das finde ich richtig gut gemacht. So, Rolling Stones Nummer 2. Deswegen hast du die Nische hier auch. Ja, da müssen wir reinspringen. Machen wir es mal. Geronimo! Aha, das war auch noch hier. Die Stelle. Die Stelle gab es auch noch. Ja, und so kommt man zur Plattform halt hin. Ob da unten was war, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich werde, glaube ich, am Ende vom Replay ja, doch, ich glaube, ich werde am Ende vom Replay das Let's Play von guten TK7 verlinken. Ein Let's Play von Tomb Raider 2, was ich sehr gerne geschaut habe. Und es immer noch tue. Weil es ist einfach, ja, es ist informativ, es ist sehr entspannt. Und ich mag die Sprung. Ich mag die Sprungpassagen hier. Sind ziemlich cool. Ja, und dieses Level hat was ganz Besonderes, aber das werden wir noch kennenlernen. Dieses ganz Besondere. Ah, ich möchte mich bemühen, oben zu bleiben. Aber ich glaube. Na, muss ich runter oder muss ich nicht? Fakt ist jedenfalls, ich muss auf die andere Seite. Und. Ah, so zum Beispiel nicht. Obwohl es war gar nicht so schlecht, dass wir runtergefallen sind. So kann ich nochmal schauen, ob hier unten noch was ist auf dem Boden. Ihr seht schon, wir müssen da hoch. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und dann probieren wir es einfach gleich nochmal. Ich liebe dieses Sound. Nein, 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 mit Anlauf bitte. Ich hatte zwar gesagt mit Anlauf, aber egal. Ich muss da bestimmt rüber. Und ich will und komme da auch rüber. Tja, Lara, klettern ist anstrengend. Nee. So klappt es nicht. Ah,
ist das für ein Sprung? Überhaupt, ist es der richtige Sprung? Oder ist es der falsche Sprung? Gut, da hat dies nicht funktioniert, machen wir es mal so und lassen uns einfach mal. Glaube, dort fallen. Ah, okay. Das geht. Dann bin ich wohl hier auf dem richtigen Pfad. Ich sehe schon Schneezapfen. Ich glaube, diese Dinger da oben agieren in etwa wie ja, die Schwerter von Damokles. Wer diese Prüfung noch kennt. Deswegen werde ich mich hier ein bisschen langsam bewegen. Ist wie gesagt ein ziemlich cooles Level. Und ich mag die Sprungpassagen hier. Geht auch, fliegt man runter. Dann kann man den ganzen Kram ja normal machen. Deswegen empfiehlt es sich ab und zu mal zu speichern. Da oben. Na. Nee, ist kein Grafikfehler. Das ist tatsächlich der richtige Weg. Na, ich würde sagen, geh mal den Weg. Es kann sein. Ach so. Hat uns das Spiel gleich verraten, wo ein Secret steht. Ohne dass wir es wollten. Eigentlich. Aber who cares? Das Geschenk vom Spiel nehme ich gerne an. Okay, das heißt wieder vorsichtig gehen. Zum Glück kann man sehr leicht sehen, wo sich die ganzen Sachen verbergen. Mal kurz abgespeichert. Wunderbar. Wo entführt uns der Pfad? Auf die andere Seite dieser Schlucht. Aber keine Sorge, Leute, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Denn nur von hier aus kommen wir zur anderen Seite hinüber. Den Vogel kümmere ich mich gleich. Aha. Ich glaube, der lebt noch, oder? Wie schön der Sprung einfach nicht geklappt hat. Naja, man kann ja jederzeit speichern, wo man will. In Tomb Raider 3 ist es auf PSX-Version nicht so einfach. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das Spiel nicht nur Let's Played. Ich habe es auch durchgespielt. Und das war die Hölle auf Erden, kann ich sagen. Da man dort begrenzte Speicher
Slots hat, beziehungsweise Speicherkristalle benutzen muss zum Speichern. Und irgendwann werden die so rar, dass man echt aufpassen muss, wo man speichert. Es ist so fies. Das ist so eine fiese Funktion. Da kommt man später echt in die Bredouille. Und ich möchte bitte heute noch darauf. Ist denn der Vogel jetzt? Ach, da oben. Gut, um den kümmere ich mich gleich. Denn Vögel sind nicht das einzige Problem. Ich rüste mich schon mal mit den Waffen aus. Und die Gegner. Ich glaube, das klingt nach irgendwie dieser. Ja, das klingt irgendwie nach. Keine Ahnung. Eine Art von Mafia oder. Desertierten Menschen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben diese Typen schon fortschrittliche Waffen, die mir gleich erstmal 50% meines Lives abgezogen haben. Und ja, dieses nette Mobil. Obwohl, Moment, Moment, Moment mal. Bevor es losgeht, wir haben was gesehen von da und zwar dies hier. Bevor es damit losgeht mit der Schneemobil-Action, würde ich sagen, das machen wir das nächste Mal. Bis dann, ciao.